Wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen News und heute gab es so ein paar Highlights, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin hier zwar mittlerweile in Köln, sitze hier in meinem Hotelzimmer, deswegen ist die Beleuchtung gerade auch ein bisschen, naja, geradezu beschissen, würde ich mal sagen. Aber trotzdem will ich euch diese Highlights natürlich nicht vorenthalten. Als allererstes, Ori and the Blind Forest kommt für die Nintendo Switch und zwar am 27. September. Das haben sich ja viele Leute gewünscht und nun ist es soweit. Nun könnt ihr das Spiel auch endlich auf der Nintendo Switch genießen. Und zwar in einer Definitive Edition, die nochmal ein paar extra Inhalte mit sich bringt. Auf jeden Fall richtig cooles Ding und viele Leute haben ja schon gefragt, wann das Spiel denn nun nach Cuphead auf jeden Fall kommen wird. Und so wie es aussieht, wird Microsoft auch in Zukunft noch einiges bringen. Mein zweites Highlight aus dieser Indie-Show war Hotline Miami 1 und 2, denn das ist ab sofort für die Nintendo Switch verfügbar. Und ihr könnt es jetzt auch endlich unterwegs spielen. Kommen wir mal auch noch zu zwei anderen Highlights, und zwar als allererstes EA und als zweites Death Stranding, also Kojima Productions. EA hat nun einen ersten Gameplay-Trailer auf der Gamescom gezeigt und Need for Speed Heat sieht nicht so fotorealistisch aus wie die anderen Teile, die schon vorher erschienen. Aber man muss dazu sagen, EA hat sich wieder dem Stil angenähert, der damals mit Underground 1 und 2 erschlossen wurde. Das Ganze wurde noch ein bisschen erweitert mit Tag-Nacht-Wechsel und ihr könnt in Zukunft eure Karren ebenfalls mit dem Handy editieren, wenn das mal nichts ist. Ich hoffe bloß, dass EA das nicht versaut. Wäre schön, wenn mal wieder ein richtig gutes Need for Speed erscheinen würde. Und mein letztes Highlight heute war Death Stranding auf der Gamescom. Und hier hat Kojima persönlich neues Gameplay bzw. das erste richtige Gameplay vorgestellt. Außerdem gab es wieder zwei, sagen wir mal, Movie-Cutscenes und die erklären noch einiges vom Spiel. Ich will euch allerdings nicht allzu weit spoilern. Schaut mal unten in die Beschreibung, da habe ich euch alle Trailer verlinkt. So, das war es auch schon mit diesem kurzen News-Abriss. Viel Zeit habe ich heute leider nicht und viel mehr Licht leider auch nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, doch bitte den Daumen nach oben und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen auf der Gamescom. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.